Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, willkommen bei Fellner Live und wir starten heute mit der Frauenministerin Susanne Raab. Die ist mir jetzt zugeschaltet und zwar direkt aus New York. Sie befindet sich bei der UNO-Frauenstatuskonferenz. Grüß Gott, Frau Ministerin. Grüß Gott. Frau Ministerin, Sie sind zurzeit eben in den USA und haben im Rahmen dieser UNO-Frauenstatuskommission heute eine Initiative Österreichs gestartet, gemeinsam mit den EU-Staaten und auch den USA, und zwar zur Verurteilung der Aggression Russlands gegen die Ukraine. Worum geht es denn da genau? Ja, richtig. Ich bin heute bei einer großen UNO-Konferenz, vertrete hier Österreich, und natürlich ist die ganze Konferenz auch überschattet vom schrecklichen Angriffskrieg Russland auf die Ukraine. Und deshalb war es wichtig, dass wir hier auch gemeinsam mit allen europäischen Staaten, mit anderen Staaten der Welt auch unseren Fokus auch einmal richten auf das Leid der zahlreichen Frauen und Kinder, die flüchten müssen. Es sind nach UNO-Schätzungen fast 3 Millionen schon, die auf der Flucht sind. Und das sind eben primär Frauen und Kinder. Und da kommen jetzt andere Dimensionen dazu. Nicht nur die Flucht ist ganz schrecklich, sondern da kommen jetzt Menschenhändler, da geht es jetzt um Schlepperei, da geht es um sexuelle Ausbeutung, da geht es um Zwang in die Prostitution. Sie müssen sich vorstellen, die Frauen, die sind alle jetzt auf der Flucht, haben teilweise ihr ganzes Hab und Gut zurückgelassen und sind in einer, ja, wenn man so will, verletzlichen, vulnerablen Situation. Und da gibt es Kriminelle, die das auch ausnutzen. Und da ist es unsere Aufgabe, auch hier hinzusehen und zu schützen. Und daher Schulterschluss aller europäischen Länder mit auch vielen anderen Staaten, die uns dabei unterstützen. Schon angesprochen, die Flüchtenden sind zum Großteil Frauen und auch viele Kinder, die da dabei sind. Wie wird denen denn jetzt konkret geholfen? Also es gibt unterschiedliche Dimensionen. Zum einen geht es darum, dass UNO-Organisationen, zum Beispiel UNHCR oder UNICEF, also das die UNO-Organisation für Kinder, dass die vor Ort tätig sind oder auch in den Grenzregionen. Und wir als Österreich unterstützen diese UNO-Organisationen mit finanziellen Mitteln, mit humanitärer Hilfe. Wir haben jetzt erst kürzlich 17,5 Millionen Euro investiert in diese UNO-Organisationen für zum Zwecke des Schutzes von Frauen und Kindern und Flüchtlingen aus dem Ukraine-Krieg. Und ich bin hier in Gesprächen mit UNHCR und mit UNICEF, um eben genau hinzusehen, wie werden die Gelder jetzt eingesetzt, was passiert damit und wie wird den Frauen und den Kindern tatsächlich geholfen. Da werden zum Beispiel in den Grenzregionen Schutzzonen eingerichtet, ja, damit sich die Frauen dorthin wenden können. Oder beispielsweise werden auch so Kits ausgegeben, also so Pakete an Gesundheit, also an Mittel, die für die Gesundheit wichtig sind, oder eben also Medikamente oder eben auch für die Hygiene. Also all das passiert über die internationalen Organisationen, und wir helfen natürlich auch als Österreich, indem wir beispielsweise Informationen zur Prävention von Menschenhandel, Ausbeutung, Prostitution, den Zwang etc. auch an die Frauen geben, die nach Österreich kommen, hier Schutz suchen. Wo kann man ihnen helfen? Wo werden sie beraten? Was sind Organisationen, denen sie vertrauen können? Und was sind Organisationen, die vermeintlich eher sozusagen auch in kriminellen Machenschaften nahe sind? Mit wie vielen Flüchtenden rechnen Sie denn mittlerweile in Österreich? Wie viele werden da in den nächsten Wochen und Monaten noch zu uns kommen? Und vor allem die entscheidende Frage ist natürlich, wie viele werden dann auch bei uns bleiben? Weil derzeit kommen ja viele, die bleiben 2-3 Tage maximal und dann reisen sie in andere EU-Länder weiter. Ja, also das ist auch Gegenstand des Austausches, den ich hier führe, dass wir einen Überblick davon bekommen, wie sich die Situation wohl weiterentwickelt. Und es ist sehr schwierig, weil wir nicht wissen, wie sich der Krieg weiterentwickelt. Wir wissen Folgendes. Die ersten Flüchtlinge, die sich jetzt auf den Weg gemacht haben, das sind ja schon sehr viele, haben oft Anknüpfungspunkte, familiäre Anknüpfungspunkte in anderen europäischen Ländern. Dort gehen sie konkret hin. Das heißt, sie gehen konkret nach Italien, nach Spanien, nach Polen etc. Polen hat bereits 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Die sind aber großteils untergekommen in den Familien. Nur jetzt spitzt sich die Situation natürlich in der Ukraine immer mehr zu und immer weiter zu.
Das heißt, es werden auch jene flüchten, die keine Familie irgendwo anders haben. Und die werden dann wieder mehr auf staatliche Hilfe angewiesen sein. Das ist das, was uns Expertinnen und Experten sozusagen als Einschätzung mit auf den Weg geben. Und wir bereiten uns selbstverständlich auch in Österreich darauf vor. Die Ukraine ist nur 500, 600 Kilometer von Österreich, von Wien entfernt. Und daher ist es wirklich sehr nah. Wir müssen im Sinne der Nachbarschaftshilfe hier auch helfen, wie im Übrigen alle anderen europäischen Länder auch natürlich Hilfe und Nachbarschaftshilfe leisten werden. Wie viele Flüchtenden können wir denn als Österreich aufnehmen? Wir haben wirklich gute Integrationsstrukturen und Aufnahmestrukturen. Der Innenminister arbeitet mit den Bundesländern bereits am Ausbau der Kapazitäten. Und es ist ja unglaublich, wie viele auch private Initiativen es gibt, wie viele Menschen ihre Häuser öffnen für die ukrainischen Frauen und Kinder. Also das hilft natürlich auch sehr, wieder koordiniert über das Innenministerium. Also derzeit gibt es selbstverständlich ausreichend Kapazitäten auch. Wir müssen nur einfach professionell uns vorbereiten. Wir wollen einfach uns wirklich professionell gut aufstellen, weil, wie gesagt, das machen alle anderen europäischen Länder jetzt genauso, weil wir nicht wissen, wie sich der Krieg noch weiterentwickelt. Frau Ministerin, Sie sind ja auch im Austausch mit vielen Amtskollegen vor Ort in New York. Wie ist denn die generelle Einschätzung, wie lange dieser Krieg, dieser Konflikt noch dauern wird? Also Tatsache ist, dass alle sehr besorgt sind, dass alle einheitlich den russischen Angriffskrieg aufs Schärfste verurteilen. Man muss sich einfach vorstellen, hier im UNO-Kontext ist es einfach so, dass fast alle, auch Länder auf der Welt, der ganzen Vereinten Nationen, bis auf ganz, ganz wenige, eine Handvoll Länder, hundertprozentig diesen russischen Angriffskrieg verurteilen und wir hier einfach gemeinsam sehr starkes Signal auch gegenüber Russland, eine sehr starke Position auch gegenüber Russland einnehmen. Sind alle sehr besorgt. Wir wissen es am Ende des Tages nicht. Wir können nur eins machen, vor Ort helfen. Wir können natürlich Nachbarschaftshilfe auch in unseren europäischen Ländern leisten. Und wir können auch solidarisch mit der Ukraine sein, in den schärfsten Worten, was wir hier auch tun. Braucht es Ihrer Meinung nach eigentlich noch härtere Sanktionen, als Sie sie derzeit haben gegen Russland? Das wird sicherlich weiter zu diskutieren sein, welche Möglichkeiten es gibt. Aber ich möchte schon sehr ausdrücklich sagen, dass die Sanktionen, die wir als Europäische Union hier gemeinsam beschlossen haben, dass das schon wirklich sehr, sehr starke Mittel sind, die auch einen enorm hohen Effekt auf Russland haben. Und wenn man dieser unglaublich grausamen und schrecklichen Situation jemals etwas Positives abgewinnen kann, dann ist es wohl, dass wir hier als Europäische Union sehr einheitlich vorgehen, eine sehr starke Einheitlichkeit haben, sehr stark auch hier sozusagen zueinander und miteinander stehen. Das ist etwas, was positiv ist, auch sozusagen, was die Europäische Union betrifft. Frau Ministerin, jetzt gibt es ein Video, das derzeit die ganze Welt bewegt, auf allen Nachrichtensendern auf und ab läuft. Das war gestern Abend in einer russischen oder in der russischen Hauptabend-Nachrichtensendung eine junge Frau, eine Moderatorin, die im Hintergrund ein Schild gehalten hat mit No War, also kein Krieg. Inwiefern ist denn das Thema auch dieses Video bei Ihnen bei der Weltfrauenkonferenz? Ja. Also das bringt eine ganz neue Dimension auch mit hinein, nämlich es geht darum, dass wir schon auch sehen müssen, dass es auch in Russland starke, vor allem Frauen gibt, die gegen diesen Krieg aufbegehren, die ihre Stimme erheben, die dagegen demonstrieren gehen, dass es hier auch wirklich mutige und couragierte Frauen, aber natürlich auch Männer gibt. Und selbstverständlich bewegt uns das hier. Dass wir auch die Situation dieser Frauen und Männer, die hier aufstehen, im Auge haben, weil es ist selbstverständlich eine sehr gefährliche Situation, in die sich die begeben, zum Wohle wohl also sozusagen des Friedens und für den Frieden. Und natürlich bespricht man sowas einfach auch hier mit den anderen Amtskolleginnen und Kollegen und das bewegt uns sehr.
Und abschließend eine Frage noch, Frau Ministerin, Sie sind ja auch Familienministerin und jetzt gibt es ein Thema, das die Familien in Österreich derzeit sehr betrifft, das sind die enormen Preissteigerungen, die wir haben bei den Energiepreisen, aber auch bei Lebensmittelpreisen, zieht sich ja quasi durch alle Bereiche. Momentan, was kann oder was muss denn da Ihrer Meinung nach passieren, um diese Preissteigerungen abzufedern? Also die Preissteigerungen sind wirklich enorm und tatsächlich, das betrifft viele, es betrifft einfach fast jeden und vor allem die Familien. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, es betrifft auch jene, die sozusagen in den Bundesländern sind, die auch zur Arbeit fahren müssen, pendeln müssen. Das ist ganz dramatisch. Wir haben ja dazu auch bereits einen Energiegipfel am Sonntag gehabt. Da kannst du den einberufen. Ich kann nur sagen, es wird der höchste Priorität drauf gesetzt, dass wir ja auch einfach zu Abfederungen, zu Entlastungen kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist uns total klar. Und da werden wir einfach weiter auch daran arbeiten und der Finanzminister und selbstverständlich der Kanzler und die gesamte Koalition, auch die Energieministerin sind da weiterhin einfach in Gesprächen. Aber sowas wie eine Spritpreisbremse sollte es Ihrer Meinung nach geben? Wir werden hier weiter noch besprechen. Ich glaube, es ist einmal ein erster wichtiger Schritt gewesen, der Energiegipfel, und dass wir sozusagen auch mit den Unternehmen Kontakt aufnehmen, die hier federführend sind und ganz, ganz hohes Bewusstsein und welche Maßnahmen konkret sozusagen zu setzen sind, da werden wir weiter jetzt beraten. Frau Ministerin, vielen Dank und schöne Grüße nach New York. Vielen Dank auch. Kurze Werbepause, wir bleiben aber genau bei diesem Thema, nämlich bei den Preissteigerungen. Gleich bei mir zu Gast ist der Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer und mit ihm spreche ich natürlich genau über diese Themen. Was muss passieren, um diese enormen Preissteigerungen abzufedern im Energiebereich, insbesondere natürlich auch im Spritbereich? Wie könnte so eine Spritpreisbremse aussehen? Soll der CO2-Preis Teil der ökosozialen Steuerreform verschoben werden, wie die Wirtschaftskammer ja letzte Woche gefordert hat? Und was droht uns da jetzt aufgrund dieser Preissteigerungen? Man hört ja schon von Fabriken, die mittlerweile die Produktion eingestellt haben in Österreich. Was heißt das? Müssen wir bald leere Regale in Österreich fürchten? Auch das werde ich Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer gleich fragen. Nach einer ganz kurzen Werbepause geht's weiter.